Im heutigen Zeitalter sind schnelle Antworten Gold wert, besonders bei komplexen Themen wie Rechtsfragen. Genau hier setzen wir an. Wir haben Stefan Gutwunder und Stefan Humer, zwei erfahrene Anwälte von CHG Rechtsanwälte Wien, bei uns im Studio zu Gast. Beide sind im Gesellschaftsrecht tätig und auf Startup-Beratung spezialisiert. Jetzt gleich stellen wir Ihnen eine Challenge: komplexe Rechtsfragen zur FlexCo kurz und prägnant beantworten. Mit einem straffen Zeitlimit von 30 Sekunden pro Frage testen wir Ihre Fähigkeit, präzise und verständliche Antworten zu liefern, ganz entgegen dem Sinn, pro Stunde zu verrechnen. Willkommen bei 30 Sekunden FlexCo, dem Quiz, das Licht ins Dunkel der FlexCo bringt. Kurz gesagt, Stefan und Stefan bekommen User-Fragen, die wir vorab eingefordert haben von unserer Community. Jetzt noch ein Twist. Sollte einer der beiden über 30 Sekunden sein, dann ziehen wir die Sekunden, die sie drüber waren, zusätzlich auch noch ab. Das heißt, wenn einer der beiden eine Frage 35 Sekunden lang beantwortet, hat er bei der nächsten Frage nur noch 25 Sekunden, eben 5 Sekunden, die er überzogen hat, werden ihm bei der nächsten Frage abgezogen. Nachdem nunmehr die Regeln aufgestellt sind, darf ich euch beide herzlich begrüßen zu 30 Sekunden FlexCo. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns drauf. Seid ihr bereit? Ja, bin bereit. Ich glaube schon, ja. Lieber Stefan, darf ich mit dir beginnen? Sehr gerne, ja. Folgende User-Frage kam bei uns ein. Ich habe vor, ein Unternehmen zu gründen. Bisher dachte ich, dass ich eine GmbH gründen werde. Jetzt habe ich von der FlexCo gelesen. Warum sollte ich mich für eine FlexCo und nicht für die GmbH entscheiden? Ja, wichtige Frage. Die FlexCo bietet einige Vorteile im Vergleich zur GmbH. Drei davon kann ich dir aufzählen. Erstens, sie kann Unternehmenswertanteile begeben und die eignen sich perfekt für Mitarbeiterbeteiligung. Zweitens, es gibt neue Formen der Kapitalaufbringung. Die Gesellschaft kann also leichter und schneller Kapital einsammeln. Und drittens, es gibt weniger Formvorschriften. Zum Beispiel bei Anteilsübertragungen, da braucht es jetzt keinen Notariatsakt mehr. Und dann gibt es noch eine Menge anderer Vorteile, aber ich glaube, ich habe keine Zeit mehr. Danke für die Beantwortung. Ich glaube, wir sind in der Zeit. Lieber Stefan, deine erste Frage. Ich habe vor kurzem eine GmbH gegründet, denke aber mittlerweile, dass eine FlexCo für mein Unternehmen besser passen würde. Leider habe ich nicht noch etwas gewartet. Was kann ich tun, um doch die Vorzüge der FlexCo ausnutzen zu können? Okay, das ist nicht weiter schlimm. Du kannst nämlich deine GmbH in eine FlexCo umwandeln. Das ist auch ausdrücklich so im Gesetz vorgesehen und ist ein Prozess, der sich in der Regel gut und effizient umsetzen lassen sollte. Also, wenn dich die FlexCo überzeugt hat und du in Zukunft ihre Vorteile nutzen möchtest, denke ich, dass die Umwandlung ein guter Weg für dich sein könnte. Bravo, was gemeistert. Definitiv unter 25 Sekunden. Wow. Respekt. Respekt. Glaubst du, du schaffst das bei der nächsten Frage auch? Ja, muss ich sagen, oder? Ja. Sehr gut, dann probieren wir das gleich mal aus. Ich stehe davor, eine Gesellschaft zu gründen. Ich denke auch über die FlexCo nach. In den Medien wird immer darüber berichtet, dass sich die FlexCo für Startups eignet. Mein Unternehmen wäre aber kein Startup im klassischen Sinn. Kommt für mich die FlexCo daher gar nicht in Frage? Ja, keine Sorge. Die FlexCo kommt sehr wohl auch für dich und dein Unternehmen in Frage. Sie ist also nicht beschränkt auf Startups, sondern steht wirklich allen Unternehmen offen, ganz egal wie groß das Unternehmen ist oder in welchem Bereich es tätig ist. Von den Vorzügen der FlexCo kann also wirklich jedes Unternehmen profitieren und es lohnt sich ein genauerer Blick einfach auf diese neue Gesellschaftsform, einfach weil auch die Umwandlung leicht möglich ist. Ihr beiden seid perfekt vorbereitet. Puh, war knapp, oder? Du hattest zumindest noch 3 Sekunden. Okay, das geht. Wir schießen gleich weiter. Folgende User-Frage kam bei uns rein. Wir sind ein junges Startup und entwickeln eine App. Wir haben vor, einen Programmierer dafür zu beschäftigen. Allerdings können wir ihm keinen üblichen Lohn bezahlen. Wir denken, dass wir dieses Problem mit einer Mitarbeiterbeteiligung lösen können. Hilft uns da die FlexCo? Grundsätzlich ja, die FlexCo könnte ein Weg sein. Man muss aber bedenken, wenn ihr jetzt schon eine GmbH seid, müsste die zuerst in eine FlexCo umgewandelt werden. Wenn ihr das aber vielleicht aus anderen Gründen sowieso vorhabt, dann könnt ihr dem Programmierer Unternehmenswertanteile ausgeben. Das ist eine eigene Anteilsklasse, die besonders für die Mitarbeiterbeteiligung angelegt ist. Und auf diesem Weg euer Thema lösen. Punktlandung. Ich würde sagen, wir sind auf 30 Sekunden. Gerade noch. Ja. Es wird dir nichts abgezogen bei der nächsten Frage. Nächste Frage. Wir sind zwei Gründer eines Startups und werden Unternehmenswertanteile an zwei Mitarbeiter ausgeben. Sind wir dann 4 Gesellschafter und wir beide als Gründer genauso gestellt wie die Mitarbeiter? Mhm. Ja, ihr seid tatsächlich 4 Gesellschafter, aber trotzdem gibt es keine Gleichstellung. Die Unternehmenswertanteile funktionieren nämlich ein bisschen anders als die üblichen Geschäftsanteile. Sie vermitteln eine Beteiligung am Unternehmensgewinn, am Liquidationserlös und am Exit.
Die Beteiligten haben aber kein Stimmrecht in der Gesellschaft. Sie sind also von der Willensbildung einfach ausgeschlossen. Und das ist der wahrscheinlich größte Unterschied zu den üblichen Geschäftsanteilen. Bravourös beantwortet, knapp über 30 Sekunden, aber unter einer Sekunde, die wir dazu rechnen können. Deswegen würde ich sagen, es zählt gerade noch. Wollt ihr eine Pause machen oder seid ihr bereit für die nächste Frage? Ich bin bereit. Immer bereit. Okay. Lieber Stefan, ich habe im Zusammenhang mit der Flexco immer wieder auch über das genehmigte Kapital gelesen. Was ist das und was kann mir das bringen? Beim genehmigten Kapital geht es darum, dass die Gesellschafter der Flexco die Geschäftsführung ermächtigen, selbst neue Anteile an der Flexco auszugeben. Es ist quasi eine Vorabgenehmigung, weil dann später, wenn die Anteile tatsächlich ausgegeben werden, nicht noch einmal die Zustimmung der Generalversammlung benötigt wird. Bringen kann das mehr Flexibilität, sodass die Geschäftsführung rascher reagieren kann auf Situationen, die sich bieten. Zum Beispiel, es sollen Unternehmenswertanteile ausgegeben werden oder ein Investor soll beteiligt werden. Wir haben das erste Mal einen Überzug von 5 Sekunden. Ich bin gespannt, ob du die nächste Frage in 25 Sekunden beantworten kannst. Signifikant. 5 Sekunden. Bevor wir dir diese Challenge stellen, aber zuerst einmal wieder eine Frage an dich, Stefan. Bei uns steigt zum ersten Mal ein Investor ein. Er möchte eine Liquiditätspräferenz oder andere Sonderrechte im Vergleich zu uns gründen. Geht das bei der Flexco? Ja, das ist überhaupt kein Problem und natürlich auch im Rahmen der Flexco möglich. Typischerweise sind solche Rechte ja Bestandteil von Gesellschaftervereinbarungen. Bei der Flexco besteht darüber hinaus die Möglichkeit, die Geschäftsanteile zu stückeln. Das bedeutet, sie mit unterschiedlichen Rechten und Pflichten zu versehen. Und dadurch ist es möglich, die Anteile anders auszugestalten und zum Beispiel mit einer Liquidationspräferenz auszustatten. Das ist also problemlos möglich. Wieder mal eine Punktlandung. Herzlichen Glückwunsch. Gerade noch. Keine Strafpunkte fürs nächste Mal. Satz. Danke für die Beantwortung. Es ist soweit. 25 Sekunden statt 30. 5 Sekunden Abzug wegen Überziehung bei der letzten Antwort. Bin bereit. Okay. Aus Mitarbeitersicht. Ich werde Unternehmenswertanteile bekommen. Kann ich dennoch aus dem Unternehmen ausscheiden? Muss ich diese Anteile dann behalten? Ja, du kannst ausscheiden. Es ist nicht so, dass du deine Kündigungsrechte verlierst, nur weil du Unternehmenswertanteile hältst. Das Gesetz sieht auch vor, dass der Gesellschaftsvertrag genau diese Situation regelt. Idealerweise steht daher in dem Gesellschaftsvertrag drinnen, an wen du die Anteile abtreten kannst und wie sich der Preis bestimmen lässt. Perfekt, wir sind auf 23 Sekunden, du hast alles wieder reingeholt. Herzlichen Glückwunsch. Wollt ihr jeweils noch eine Runde machen? Machen wir. Auf jeden Fall. Sehr gut. Mhm. Bei der Flexco sollen ja Erleichterungen für Gesellschafterbeschlüsse bestehen. Mhm. Stimmt das? Ja, ist absolut richtig. Es gibt Erleichterungen für Umlaufbeschlüsse. Das sind Beschlüsse, die schriftlich gefasst werden. Bei der GmbH können solche Beschlüsse nur gefasst werden, wenn vorher alle Gesellschafter dem zugestimmt haben. Bei der Flexco ist das jetzt nicht mehr erforderlich. Es müssen aber trotzdem alle Gesellschafter an der Abstimmung teilnehmen können. Und zusätzlich ist jetzt auch noch eine Abstimmung in Textform möglich. Das heißt, man kann auch per E-Mail abstimmen. Und das ist natürlich viel praktischer als bei der GmbH. Stefan, eine perfekte Runde. Jede Antwort unter 30 Sekunden beantwortet. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Damit bist du jetzt schon der Sieger dieser heutigen Runde. Stefan, erhobenen Hauptes. Vielleicht schaffst du die letzte Frage unter 30 Sekunden. Es gibt ganz viel Erfahrung bei der Gründung von GmbH, bei den Gerichten, bei den Anwälten. Wenn jetzt jemand ganz schnell eine GmbH oder eine Flexco oder generell eine Gesellschaft gründen möchte, wie ist da der Erfahrungswert? Was ist schneller? Was würdest du da empfehlen? Was ist da dein Rat, den du jemandem geben würdest, der sagt, bei mir ist es wirklich dringend? Ich verstehe, ja. Ich denke, man muss sich keine Sorgen machen, dass die Flexco-Gründung länger dauert als die GmbH-Gründung. Mein Eindruck bisher war, dass auch die Gerichte sehr gut auf die Flexco vorbereitet sind. Ich würde daher nicht sagen, dass es ein Entscheidungskriterium sein sollte bei der Wahl GmbH oder Flexco, weil hier eigentlich keine Unterschiede zu erwarten sind. 22 Sekunden, damit hast du alles wieder gut gemacht. Herzlichen Dank auch euch für das Zusehen eines neuen, verspielten Formats mit Augenzwinker. Stefan Gutbrunner und Stefan Humer, euch vielen herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Expertise. Sollte es noch Fragen geben, freuen wir uns, wenn ihr uns diese zukommen lasst, entweder uns oder CHG Rechtsanwälte Wien. Wir werden versuchen, in der Nachbearbeitung alles zu beantworten. Sollte euch das Format Spaß gemacht haben, lasst es uns wissen, gebt uns Feedback dazu. Bis zum nächsten Mal bei 30 Sekunden Flexco oder eventuell bei einem anderen Rechtsgebiet, je nachdem, wie das Feedback bei euch aussieht. Euch noch einmal vielen Dank für die Zeit und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.